Der lange Sommer ist vorbei und der Winter ist ganz plötzlich da und jetzt haben alle in eurem Umfeld eine dicke Schnupfnase, bei mir übrigens auch. Deswegen zeige ich euch heute, wie ihr euren eigenen Immunity-Shock macht, beziehungsweise euer eigenes Immunsystem stärken könnt, nur mit natürlichen Zutaten und zwar mit 1, 2, 3, 4 und das Ganze super easy und für zu Hause und ich zeige euch, wie es geht und ja, let's go! Ihr braucht ungefähr 300 Gramm Ingwer, den habe ich jetzt hier schon mal so ein bisschen vorgeschnitten, aber den müssen wir gleich komplett schneiden. Dann braucht ihr 4 Zitronen, ganz wichtig ist, dass das Bio-Zitronen sind, weil ihr die Schale auch nachher mit einkocht. Ein bisschen Honig oder Agavendicksaft oder Zucker oder auch gar nichts an Süße, aber glaubt mir, es ist besser, wenn da ein bisschen Zucker drin ist. Und 750 Milliliter Wasser. Und das ist schon alles und das kochen wir jetzt zu einem richtig schönen Süppchen. Und dafür müsst ihr erstmal hier euren Herd einmal anmachen. Das mache ich mal. Schon mal auf volle Pulle stellen. Und das Coole ist, so Immunity Shots kosten ja im Supermarkt meistens so 4, 5 Euro. Und da sind dann ja wirklich auch nur so 0, nicht mal 0,1. Das ist irgendwie so 0,05. Das ist so ein 50 Zentiliter. 5 Zentiliter. Das sind ja Zentiliter. 5 Zentiliter? Naja, egal. Die dumme Blondine weiß es nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich wenig. Und wir können es jetzt viel, viel einfacher machen. Und viel, viel mehr davon für viel, viel weniger Geld. Weil 300 Gramm Ingwer kosten nicht mal 2 Euro. Ein Päckchen Zitrone kostet, glaube ich, auch 1,99, wenn es Bio ist. Und ich meine, Honig hat man eh da, Wasser auch. Also zahlt ihr dafür jetzt nicht mal 4 Euro. Und ihr habt ganz viel davon. Und ihr könnt damit auch Limonade machen. Aber das zeige ich euch gleich, wenn es fertig ist. Erstmal tue ich hier schon mal den geschnittenen Ingwer in meinen Topf. Und schneide den Rest davon auch klein. Der Ingwer ist im Topf und es fängt schon langsam an hier zu dampfen. Jetzt kommen aber meine Zitrönchen mit ins Wasser. Und da machen wir das so, die werden erstmal gut ausgepresst. Dann nehmen wir hier den Trick, den wir schon in 1000 anderen So geht das Videos gezeigt haben und rollen erstmal so ein bisschen die Zitrone hin und her, damit sich die Poren öffnen. Dann schneide ich die in der Mitte auf und presse die einfach direkt in das Wasser. Also ist auch nicht schlimm, dass die Kerne hier drin sind, das macht gar nichts. Und ich presse die einfach so direkt hier in das Wasser rein. Komplett. Ihr könnt die natürlich auch mit einer Zitronenpresse vorher einmal auspressen. Aber so geht's auch. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass kein Saft mehr rauskommt, dann schneidet ihr die einfach so ein bisschen klein. Und schmeißt das auch mit in das Wasser rein. Total egal. Das ist eine Bio-Zitrone und wir sieben das ja. Und das mache ich jetzt mit allen 4 Zitronen, bis ich alles quasi komplett damit drin habe. Und dann geht's an den Honig. Alle Zitronen sind jetzt im Wasser und das Ganze blubbert schon ordentlich vor sich hin und schäumt ganz gut. Und jetzt fehlt nur noch die Süße und dafür nehme ich mir einfach den Honig und mache da ein bisschen was von rein. Ihr könnt wie gesagt Zucker nehmen, Rohrzucker, Agavendicksaft, was auch immer. Freunde von mir machen auch immer Honig selber, das ist ziemlich geil. Und das mache ich jetzt einfach hier rein. Quasi ein jutes Stück und da hört das Ganze auch schon direkt ein bisschen auf zu kochen, weil der Honig kühlt natürlich ein bisschen ab. Das Ganze muss jetzt ungefähr für ein Stündchen runter reduzieren, bis nur noch so viel Flüssigkeit übrig ist. Und wir wären ja nicht so geht das, wenn wir nicht das schon für euch vorbereitet hätten. Wir haben nämlich gestern schon gewerkelt, Moment. Und das Ganze ist jetzt im Kühlschrank, hält sich natürlich dann auch im Kühlschrank. Also man muss das nicht alles immer direkt konsumieren. So. Und sieht dann so aus. Mmh. Ist eine richtig schöne Brühe geworden. Auch sehr bräunlich, dadurch, dass die Haut vom Ingwer das Ganze so ein bisschen verfärbt hat. Und hier unten ist jetzt noch Flüssigkeit übrig. Die ist nicht mehr ganz so dünnflüssig wie vorher, aber noch relativ flüssig. Ist natürlich kein Sirup geworden. Und da ist ganz viel noch drin. Deswegen werden wir das Ganze jetzt einmal aussieben. So, ich brauche ein Sieb, das habe ich hier. Zack, zack. Und ihr braucht natürlich irgendwas, wo das Ganze dann rein soll. Deswegen brauche ich auf jeden Fall noch eine kleine Schüssel. Das Ganze kann man jetzt super einfach unter der Schüssel aussieben, indem ihr das einfach da so drüber fließen lässt. Ich drehe das mal, damit ihr es besser seht. Ups. Ich weiß, da kommt nicht viel bei rum, aber es ist immer noch mindestens doppelt so viel wie das, was ihr beim Immunity Shot sonst kauft für 4, 5 Euro. Aber das passt schon, weil das ist sehr, sehr intensiv. Übrigens, noch ein kleiner Tipp, da drüben kocht das ja noch. Das kocht jetzt schon so seit 10 Minütchen. Ihr könnt natürlich auch einfach das jetzt schon runternehmen sozusagen und das dann auch direkt pur trinken als Limo. Ist auch lecker, aber damit habt ihr quasi das, die Essenz und könnt das so viel verdünnen, wie ihr wollt. Aber ich probiere das jetzt mal einfach so. Bin sehr gespannt, ob das schmeckt. Ah! Ich muss sagen, das, was richtig toll raussticht, ist gar nicht das Ingwer. Ich hätte gedacht, Ingwer würde jetzt so richtig dominant sein. Nein, es ist ultra bitter.
und sauer. Also es ist so, man schluckt und denkt, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Und dann zieht das hier hinten so in den Kiefermuskel rein. Und dann kennt ihr das, wenn sich dann alles so zusammenzieht. Aber es schmeckt sehr gesund und es schmeckt nicht schlimm. Es ist einfach nur ziemlich bitter, aber dafür haben wir ja den Honig reingemacht. Und ihr könnt natürlich, wir haben jetzt hier mit Zucker gearbeitet, da mit Honig. Ich bin mal gespannt, ob das dann nachher anders schmeckt. Macht aber nichts. Das Ganze ist zwar ziemlich bitter, aber ihr könnt natürlich noch immer variieren und nachträglich ein bisschen mehr Zucker oder Honig reinmachen. Und wenn ihr nicht so die Hardcore-Freaks seid, sondern das Ganze eher ein bisschen milder mögt, dann nehmt euch einfach ein Glas und macht die gleiche Menge, also ungefähr auch so 2 Zentiliter, einfach in ein normales Wasserglas rein. Und dann füllt ihr das Ganze entweder mit Sprudelwasser oder mit normalem Wasser, wie ich hier habe, und verdünnt das. Und habt eine selbstgemachte, sehr leckere und dazu noch ziemlich gesunde Limonade. Oh, die schmeckt echt gut, wirklich. Geil. Und da kommt ihr auf jeden Fall, also damit könnt ihr locker 2-3 Liter Limonade machen. Und ja, das ist ein sehr gesundes, sehr intensives Rezept, was nicht viel Zeit braucht. Ihr müsst es einfach schnibbeln und dann könnt ihr das in Ruhe stehen lassen. Und das kann so vor sich hin köcheln. Und ihr habt was für euer Immunsystem getan. Ach, endlich Winter. Ich freue mich schon auf den Weihnachtsmarkt. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, auf was ihr euch am meisten jetzt für die Winterzeit freut. Auf Lebkuchen oder auf Weihnachtsmarkt oder auf die Geschenke oder freut ihr euch vielleicht auch gar nicht. Ich freue mich auf Schnee. Ich habe schon lange keinen Schnee mehr gesehen.